glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In this blessed sacrament, Jesus is alive, and in him the Church teaches that all the three persons of the Trinity are here. And therefore we experience the love of the Trinity through the sacrament that Jesus instituted for us. And so we say again with faith and with gratitude in our hearts, let's say together, glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was, Jesus ist hier gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament. Er ist der Lebendige. Und die Kirche lehrt uns, dass in der Heiligen Eucharistie mit Jesus auch der Vater und der Heilige Geist gegenwärtig sind. Und so lasst uns noch einmal beten gemeinsam. Ehre sei dein Vater und dein Sohn. Thank you.
look at Jesus. Schauen wir auf Jesus. Present in the Blessed Sacrament before us. Der hier im Allerheiligsten Sakrament vor uns ist. Listen to Jesus and talk to Jesus. Hören wir auf Jesus und sprechen wir mit ihm. Acknowledge his presence as individuals and as a community. Er begegnet hier jedem Einzelnen von uns und unserer Gemeinschaft. His majestic presence before us. Seine majestätische Gegenwart hier vor uns. His merciful presence before us. Seine barmherzige Gegenwart. His loving presence before us. Seine liebende Gegenwart hier vor uns. His presence in the community that is gathered here for worship. Er ist hier gegenwärtig in der Gemeinschaft derer, die ihn anbeten. Because Jesus said, weil er hat es gesagt, in the Gospel of Matthew, chapter 18, verse 10, im Matthäus Evangelium 18, 10, where two or three are gathered, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, in my name, in meinem Namen, I am there with you. Da bin ich mitten unter euch. And therefore in this community, und so in dieser Gemeinschaft hier, gather around this altar, die wir uns hier um den Altar versammelt haben, by the mercy of Jesus, durch die Barmherzigkeit Jesu, we have a special identity, haben wir eine ganz besondere Identität, a Eucharistic identity, eine eucharistische Identität. Gathered to worship Jesus. Wir sind versammelt, um Jesus zu preisen, ihn anzubeten. Gathered to be sent out to do good like Jesus. Und dann ausgesendet zu werden, um Gutes zu tun, wie Jesus es getan hat. Gathered together so that we can become little lamps to shine like Jesus. Und wir sind hier, haben uns hier versammelt, dass wir Lichter werden, die für Jesus leuchten. At this moment I ask you to kindly place yourself in a comfortable prayerful posture and gently close your eyes. Und ich lade euch jetzt ein, dass ihr euch in einer guten Position bequem hinsetzt, wie ihr Jesus gut anbeten könnt und eure Augen schließt. Keep a posture that you think you can maintain for the next 5 minutes. Nehmt eine Position ein, von der ihr wisst, dass ihr in den nächsten 5 Minuten so bleiben könnt. And therefore, recognize that we need to still ourselves, our bodies. Und erkennt, dass wir jetzt körperlich und geistig ganz ruhig werden. Because it is in the peace of our life, of our heart, that God manifests himself. Und es ist jetzt der Friede unseres Körpers, unseres Leibes, den Gott jetzt in uns festigen möchte. In this internal and external quietness, Jesus dwells. Jesus wohnt in der äußeren und in der inneren Stille. Through the gift of the Spirit, he will talk to us. Und durch das Geschenk des Heiligen Geistes spricht er zu uns. He will melt us and mold us. Er wird uns schmelzen, er wird uns weich machen. He might even break us. Er mag Dinge zerbrechen in uns. So that we may become a new creation. So dass wir wirklich eine neue Schöpfung werden. Let's spend a few minutes in absolute silence. Und so lasst uns jetzt wirklich einige Minuten in dieser absoluten Stille bleiben.
we acknowledge Jesus' presence at this moment by recalling to our mind his words. Wir bekennen die Gegenwart Jesu hier in unserer Mitte, indem wir ein Wort von ihm wahrnehmen in unserem Geist. As you keep your eyes closed and meditate on the presence of Jesus, als ihr eure Augen geschlossen hielt und über die Gegenwart Jesu nachgedacht habt, it can so happen that the Spirit may inspire you about Jesus' presence. Kann es sein, dass der Geist euch inspiriert hat über die Gegenwart Jesu? He might make you remember a blessing that the Lord gave you. Der Geist hat euch vielleicht erinnert an einen Segen, den Gott euch gegeben hat bereits vorher. Or a moment of deeper repentance. Oder er mag euch einen Augenblick tiefer Reue geschenkt haben. Through the word that we received. Durch das Wort, was wir von ihm gehört haben, durch das Wort, was wir empfangen haben. So at this moment, if you recall a word of God that is making a special meaning to you, und so könnt ihr jetzt ein Wort laut aussprechen, was für euch eine besondere Bedeutung hat. If you are able to say it loud for the glory of God, und ich lade euch ein, das Wort laut auszusprechen zur Ehre Gottes. Say it slowly, if possible, with the chapter and the references, if possible. Ich lade euch ein, das Wort laut und ruhig auszusprechen, wenn es möglich ist, wenn es ist, die Schriftstelle dazu zu nennen. It will be a moment through which we can worship Jesus. Das ist ein Augenblick, in dem wir Jesus auf diese Art und Weise anbeten. Because we are declaring before everyone. Weil wir hier vor jedem, der anwesend ist, erklären, that this word has become flesh in me. Dass dieses Wort, was wir da aussprechen, in uns Fleisch geworden ist. This word has made me a new creation. Dieses Wort hat aus mir eine neue Schöpfung gemacht. This word made me into a new wineskin. Dieses Wort hat in mir einen neuen Schlauch mit Wein gemacht. Das ist der neue Wein in meinem Schlauch. And that change is continuing in me. Und diese Veränderung dauert an in mir. This word has guaranteed in me Jesus' presence. Dieses Wort garantiert mir die Gegenwart Jesu in mir. His blessings. Sein Segen. His forgiveness. Seine Vergebung. His blessings. Sein Segen. I invite all of you, as many as possible, in the limited time that we have. Ich lade jeden einzelnen von euch ein in der begrenzten Zeit, die wir haben. If you share once, that is enough. Wenn ihr ein Wort einfach mitteilt, ein Wort, es reicht. So that many can share. So dass viele das ihr Wort sagen können. And glorify Jesus as a community. Und dass wir so als Gemeinschaft Jesus hier die Ehre geben. Just say the word, if possible, with the references. And when you say it, all of us mentally will repeat it, give a bit of silence, and the next person can say his word. Also jemand sagt das Wort, spricht es laut aus, wenn weiß die Schriftstelle dazu. Und dann werden wir alle gemeinsam das Wort wiederholen. Und dann ist eine kleine Zeit der Stille, bis dann der Nächste sein Wort sagt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Johannes 14, 18. Ich lasse euch nicht als Weise zurück. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Schenkt euch ein neues Herz. Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Hab Vertrauen, glaube nur. Hab Vertrauen. Ich bin da. Ich bin da.
Jesus, ich vertraue auf dich. Vater, nimm den Kelch von mir, wenn es möglich ist, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Thank you.
Matthäus 28,10: Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Johannes 14,1: Lass dich nicht verwirren. Lass dich nicht beunruhigen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Lass dich nicht verwirren. Lass dich nicht beunruhigen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Meine Seele dürstet nach Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ich bin der Gott, der dich heilt. Ich bin der Gott, der dich heilt. Exodus 14,14. Der Herr kämpft für dich. Du kannst ganz ruhig bleiben. Der Herr kämpft für dich. Du kannst ganz ruhig sein. Ich kenne meine Schafe, meine Schafe kennen mich. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Ich bin immer bei euch. Ich bin immer bei euch. Durch das Blut des Lammes und durch sein Wort.
Wir stehen auf, wir hören einen Abschnitt aus dem Evangelium. From the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 9 to 14. Aus dem Matthäus-Evangelium, 6. Kapitel, die Verse 9 bis 14. Pray then in this way. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not bring us to the time of trial, but rescue us from the evil one. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Nehmt bitte Platz. We are in the process of learning how to pray. Also wir sind immer noch in dem Prozess zu lernen, wie wir beten. We began yesterday. Gestern haben wir damit begonnen. In this evening we did something more. Heute haben wir einen weiteren Schritt gemacht. And we have reached the climax. Und climax, the top point. Also wir sind jetzt an der Höhe angekommen. Jesus is teaching us to pray. Auf der Höhe lehrt uns Jesus zu beten. In response to the question of the disciples. Als Antwort auf die Frage der Jünger. In response to the desire of the disciples. Als Antwort auf die Sehnsucht der Jünger. Because they wanted to know what is the secret of Jesus' prayer. Weil sie wollten wissen, was ist das Geheimnis des Gebetes Jesu. They wanted to know what kept Jesus so close to the Father. Sie wollten wissen, was ist das, dass Jesus so eng mit dem Vater ist. And watching him very closely. Und sie haben ihn sehr nah beobachtet. They got the courage. Und sie hatten den Mut. To ask him directly for the secret. Und sie hatten den Mut, ihm nach diesem Geheimnis zu fragen. Teach us how to pray. Lehre uns zu beten. And Jesus said the words that we heard in the gospel. Und dann hat Jesus ihnen die Antwort gegeben, die wir gerade im Evangelium gehört haben. And this prayer, this beautiful prayer, we say so many times during the day. Und dieses Gebet, dieses wunderschöne Gebet, sprechen wir so oft am Tag. As an introduction, we already said the revolution that this prayer introduces is. Und als Einführung haben wir schon gesagt, die Revolution dieses Gebetes ist folgendes. The closeness to God. Diese Nähe zu Gott. Through using the word Abba, Papa. Indem wir diese Worte gebrauchen, Vater, Papa. St. Paul meditating on this sentiment of Jesus. Und der heilige Apostel Paulus hat darüber nachgedacht und reflektiert. Gives us further insights in Romans chapter 8 verse 15. Und in Römerbrief Kapitel 8 Vers 15 gibt er uns dazu weitere Einsichten. And he says, for you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. And when we cry, Abba, Father, der Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater, it is that very spirit, so bezeugt der Geist selber, bearing witness, unserem Geist, with our spirit, dieser Geist bezeugt unserem Geist,
that we are children of God. Dass wir Kinder Gottes sind. So, dear friends, here is the Holy Spirit teaching us, demanding of us. Also hier ist es der Heilige Geist, der uns lehrt und der uns auffordert. To make a difference in our prayer. Dass wir unser Gebet verändern. To make our prayer qualitatively different. Dass unser Gebet qualitativ anders wird. It is not the time we pray, it is not the words we pray, it is not the books that we use. Es geht nicht um die Zeit, die wir beten und nicht die Bücher, die wir benutzen oder die Art, wie wir beten. But we are asked to pray like children to the Father. Wir sind einfach aufgerufen, gebeten, wie Kinder zum Vater zu sprechen. Just like Jesus, the only Son of the Father, calls on to God as Father. So wie Jesus, der einzige Sohn des Vaters, Gott als Vater angerufen hat. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. The same Spirit is given to us. Und dieser selbe Heilige Geist, der ist uns gegeben. So that we can pray like Jesus. So sind wir in der Lage zu beten wie Jesus. In Jesus. In Jesus. Along with Jesus. Mit Jesus. So Jesus present in the Blessed Sacrament before us, he is also praying for us. Also Jesus gegenwärtig hier im Allerheiligsten Sakrament, er ist auch derjenige, der für uns betet. In fact, in the beginning of the Mass, there is a prayer before the Lord have mercy, Kyrie. Also in der Tat ist es so, dass am Beginn der Heiligen Messe vor dem Kyrie gibt es ein Gebet. It says, you are seated at the right hand of the Father, interceding for us. Du sitzt zur Rechten des Vaters und trittst für uns ein. Jesus seated at the right hand of the Father is praying. Also Jesus, der zur Rechten des Vaters sitzt, betet für uns. So it is not that we are praying, but we are praying in Jesus. Also es ist nicht in erster Linie wir, die wir da beten, sondern wir beten in Jesus. And today Jesus is telling us, you can pray exactly the words that I use in my prayer. Und heute sagt uns Jesus, ihr dürft heute beten mit denselben Worten, mit denen ich gebetet habe. So that our prayer is fruitful. So wird unser Gebet fruchtbar. So that our prayer glorifies God. Und unser Gebet verherrlicht Gott. So that our prayer makes us connected to the Father. Und unser Gebet verbindet uns mit dem Vater. I've been a parish priest for about 6 years. Ich war 6 Jahre lang in einer Pfarrei Priester. And one of the experiences of poor people are. Und ich war dort bei armen Menschen und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist folgende. If they prayed for something. Wenn sie um etwas gebeten haben. And they did not get it. Und wenn sie das nicht erhalten haben, um was sie gebeten haben. They get angry with God. Dann wurden sie wütend auf Gott. I don't know whether that's the feeling that some of us have. Vielleicht gibt es sowas auch bei euch. Has anyone got angry with God? War jemand schon mal? Why is that you do not give me this? Wütend auf Gott. Gott, warum erhörst have du you asked any time? Yes. Yes. Okay. So that's why to make sure that our prayer is always fruitful. Also um wirklich sicher zu sein, dass unser Gebet immer fruchtbar ist. We got angry because our prayer was not fruitful. We did not get what we asked. Also, wir sind ärgerlich und wütend geworden, weil unser Gebet nicht fruchtbar war, weil wir nicht das bekommen haben, worum wir gebetet haben. And Jesus, knowing our psychology, he says, you know, if you do your prayer by yourself, you are going to make all this mess and you're going to get more angry. Also, und Jesus kennt uns sehr gut und er sagt, wenn ihr dieses Gebet immer nur aus euch heraus betet, dann bekommt ihr nicht, was ihr wollt und ihr werdet immer wütender. And therefore he wanted to give us a prayer that is unique and a prayer that is always fruitful. Und deswegen wollte er uns ein Gebet schenken, das in der Einheit ist und das immer fruchtbar ist. In fact, St. James, reflecting with his community, he gave us actually an indication why sometimes our prayer is fruitless. Und der heilige Jakobus in der Gemeinschaft, in der gelebt hat, der gibt uns einen Hinweis, warum unser Gebet manchmal fruchtlos ist. I'm going to read to you the letter of St. James, chapter 4, verse 3. Und wir lesen dazu aus dem Jakobusbrief, chapter 4, verse 3. Viertes Kapitel, Vers 3. You ask and you do not receive, because you ask wrongly. In order to
spend, in order to spend what you get on your pleasures. Da heißt es, ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. So it is possible, as the word of God is telling us, to pray in the wrong way. Also sagt uns hier, dass es möglich ist, dass wir in einer falschen Weise beten, in einer falschen Absicht beten. Praying in the wrong way means doing a dead work. Also das heißt, mit böser Absicht zu beten, etwas Schlechtes zu tun. Adding on to the list of dead works. Und das gehört in die Liste der schlechten Werke. Does not please God, only makes me angry. Das gefällt Gott nicht, es macht mich selber ärgerlich. Make me desperate and make me frustrated. Das frustriert mich und enttäuscht mich. And therefore, to pray in the right way, Jesus gave us a model of all prayer. Und deswegen, um in der richtigen Weise zu beten, gab uns Jesus ein Vorbild des richtigen Betens. I am inspired these days to speak about a saint. Maybe that saint was very much spoken of and quoted in the past, but a little bit forgotten now. Also deswegen war ich inspiriert, von euch über einen Heiligen zu sprechen, der vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen vergessen worden ist. I am reminded by the famous preachers like Brother Thomas Paul, Bishop Robert Barron, often quoting them. Und Thomas Paul und der Priester Robert Barron hat ihn oft zitiert. Can you tell me who is that saint? Wisst ihr schon, um welchen Heiligen es geht? The doctor of the church? Ein Kirchenlehrer? Saint Thomas Aquinas. Der heilige Thomas von Aquin, den meine ich. Who has reflected on all of our Catholic faith systematically. Er hat unseren katholischen Glauben systematisch reflektiert. Every course of theology before ordination, before priesthood, we have to do the Summa Theologiae and get to know Thomas Aquinas. Also im Seminar müssen wir alle die Summa Theologica studieren. Okay. Nach und nach. And St. Thomas says there are 5 characteristics for a good prayer. Und der heilige Thomas von Aquin sagt, es gibt eben 5 Charakteristika für ein gutes Gebet. Reflecting on the Lord's Prayer, he picked out 5 important characteristics of a good prayer. In Betrachtung des Vaterunsers findet er 5 Charakteristika für ein gutes Gebet heraus. Simple words, I'm sure Sister Sahaya can translate. First characteristic is confidence. Das erste ist Zuversicht. Second is, it should be suitable. It should be proper. Was heißt das, suitable or proper? Helf mir mal. Passend? Okay, passend. Okay. Also Zuversicht, okay. Passend. Third, orderly. In the right order. Also in der Ordnung, ordentlich. Orderly. Fourth, devout. Devout, prayerful. Devout. With the devotion. Mit demütig. Devout, okay? And the fifth quality is, it should be humble. Demütig. And Thomas Aquinas says, in the Our Father, all these qualities are there. Und Thomas von Aquin sagt, dass diese Charakteristika alle im Vater Unser zu finden sind. Mm-hmm. And the first point is? Das erste war Zuversicht. Confident. Zuversicht. Okay. So we are confident that our prayers will be answered. Also wir haben die Gewissheit, dass unsere Gebete beantwortet werden. And he says, the reason that St. Thomas gives for this confidence is, und den Grund, den Thomas von Aquin für diese Gewissheit nennt, very interesting reason. Very interesting reason. He says, er sagt, why we can be confident when we pray this prayer. Warum können wir diese Gewissheit haben, wenn wir das Vaterunser beten? According to him, the one who is going to hear and answer this prayer himself has taught us. Also derjenige, der das Gebet hört und das beantworten wird, er hören wird, der hat es uns doch selbst gelehrt. The one who is going to hear us has taught us how to pray, and so we can be confident. Also der das Gebet hört, hat es uns auch gelehrt, und deswegen können wir die Zuversicht haben, dass er uns erhört. Before the teaching of our Father, which is also seen in the Gospel of Luke chapter 11. Und bevor er das Vaterunser lehrt, hören wir im Lukas Evangelium 11. Kapitel. Jesus says these words very specifically.
dass Jesus diese Worte sehr ausdrücklich sagt. He says, when you pray, pray like this. Er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr so beten. That means, if you pray like this, I'm going to hear it. Das heißt doch, wenn ihr so betet, dann höre ich mir das an. When you pray like this, I am going to be glorified. Wenn ihr so betet, dann werde ich verherrlicht. When you pray this, all the prayers are going to be answered. Wenn ihr so betet, dann wird euer Gebet erhört werden. And therefore we have the confidence. Deswegen haben wir diese Gewissheit. We have the right words. Wir haben die richtigen Worte. We have the right attitudes. Wir haben die richtige Einstellung. And we are in the right position to make our prayer. Wir sind in der richtigen Einstellung, unsere Gebete zu verrichten. And also we know that this prayer is taught by Christ. Und wir wissen eben auch, dass Christus uns dieses Gebet gelehrt hat. Who has the fullness of knowledge. Der die volle Erkenntnis hat. The teacher who gave the prayer is not an ordinary teacher. Derjenige, der uns dieses Gebet gelehrt hat, ist nicht irgendein Lehrer. He is not like me, who is a student in Rome. Er ist nicht so wie ich, ein Student in Rom. Still struggling with Italian. Der immer noch Schwierigkeiten in Italien hat. The professors are preaching in Italian and I hear only half. Die Professoren unterrichten in Italienisch und ich verstehe nur die Hälfte. I pass my exams because I have a good smile. Ich bestehe meine Examen, weil ich so schön lächeln kann. But here is Jesus, the one, our high priest, the one with the fullest of knowledge. Aber hier haben wir Jesus. Er ist unser hoher Priester mit der vollen Erkenntnis. Colossians chapter 2, verse 3. Nehmen wir Kolosser. Chapter 2, verse 3. Kolosser 2. Kapitel, Vers 3. Speaking about Jesus, it says, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Da wird über Jesus gesagt, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. So in Jesus is wisdom, in Jesus is knowledge. Also in Jesus ist die Weisheit, in ihm ist die Erkenntnis. The one who is teaching us, who is having all the treasures and all the wisdom that we can imagine or beyond our imagination. Also der uns lehrt, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. And on the basis of that infinite knowledge, that purest knowledge, he said, this is what you must pray. Und das ist die unendliche Weisheit, die unendliche Erkenntnis. Und er sagt uns, das this ist was is ihr beten the way you must pray. Das ist der Weg, die Art und Weise, wie ihr beten sollt. These are the attitudes that you should have when you pray. Das sind die Eigenschaften, die Einstellungen, die ihr haben sollt, wenn ihr betet. If you don't do this, it is going to be a wrong prayer. Wenn ihr es nicht tut, dann ist es ein falsches Gebet. It's going to add up to the dead works. Dann zählt es zu den toten Werken. And all other things that we spoke about early will happen again. Und alles das, worüber wir vorher schon mal gesprochen haben, das geschieht dann wieder. And since Cyprian continues on this meditation says, there is no one who has not received a fruit after having prayed the Our Father. No one goes without receiving a fruit. Also und jeder yes. Niemand geht fort ohne eine Frucht empfangen zu haben. St. Augustine says this prayer Our Father is so very powerful that it forgives all our sins. Und der heilige Augustinus sagt sogar, dass Vater unser, wenn wir es beten, wenn wir es kraftvoll gläubig beten, ist es so kraftvoll, dass es unsere Sünden vergibt. Most of the confessors give us penance to say Our Father. Und oft ist es ja so in der Beichte, dass wir als Buße aufbekommen, ein Vater unser zu beten. And therefore it's a very, very confident prayer and a prayer that we can use because Jesus has taught us. Und das ist ein Gebet, was wir wirklich mit Gewissheit gebrauchen können, weil Jesus selbst es uns gelehrt hat. This prayer is suitable because it gives us an image of God as our Father. Weil dieses Gebet zeigt uns auch ein das Bild des Vaters. Because as a father, he wants us to grow. Weil als Vater möchte er, dass wir wachsen. He wants us to eat baby food and later solid food. Also er möchte, dass wir zunächst Milch trinken und später feste Nahrung zu uns nehmen. As a father, he wants us all to be in the form of Jesus, his son. Und als Vater möchte er, dass wir immer mehr in das Abbild Jesu hineinwachsen. Matured in Christ, his son. Dass wir seinem Sohn immer ähnlicher werden. I remember my retreat master telling me, ich erinnere mich an meinen Exerzitienmeister, der zu mir gesagt hat, the desire of God is,
dass die Sehnsucht Gottes ist, looking at each of us, dass er jeden von uns anschaut, see the face of Christ, und in jedem von uns das Antlitz Christi sehen that kann. Means we are to be transformed into Christ. Das heißt, dass wir mehr und mehr in Christus umgewandelt werden. And this is the invitation that this prayer is giving us. Und genau das ist die Einladung, die das Vaterunser uns gibt. The same sentiments of Christ we are trying to learn to pray this prayer. Und wir lernen eben wie Christus dieses Vaterunser zu beten. The next quality St. Thomas speaks about is it is having an order. It is not a prayer like that, but it has got a nice order. Also, und das nächste ist, dass es dieses Gebet eine Ordnung hat. We do not know how to pray in order, and therefore Jesus has given us the order. Also, wir wissen nicht, wie wir in der Ordnung beten sollen, und Christus gibt uns eben dieses Gebet. We ask for things here and there, but Jesus has said, what should we ask first? Wir bitten um dies und wir bitten um das, aber Christus lehrt uns in diesem Gebet eben, in welcher Ordnung wir beten sollen. Matthew chapter 6 verse 33 says, seek first the kingdom of God. Matthäus 6:13 sagt, sucht zuerst das Reich Gottes. So there is an order in our prayer. Also so gibt es diese Ordnung in unserem Gebet. You will know that our Father has got 7 petitions. Also ihr wisst alle, dass es im Vater unser diese 7 Bitten gibt. The 3 petitions addressed to God and then the 4 petitions addressed to us. Die ersten 3 Bitten, die auf Gott ausgerichtet sind, und die anderen 4, die auf uns. So this is a perfect prayer because it has got an order. Also es ist ein vollkommenes Gebet, weil es eben diese Ordnung hat. And the next quality is this is a prayer that is filled with devotion. Also das ist ein Gebet der Verehrung. Because we are calling God as our Papa. Weil wir Gott und auch unseren Papa als Vater, als Papa ansprechen. In the words of Pope Francis, with tenerezza. Tenderness. Also mit Zärtlichkeit. So we call on God with that tenderness and God also responds to us with that tenderness. Also wir sprechen zu Gott in dieser Zärtlichkeit und in derselben Zärtlichkeit antwortet Gott uns. This is called devotion. Das nennen wir Verehrung. Devotion means no formality. Also nicht nur irgendwie was Formelles. Only reading from the book is not devotion. Also einfach nur ein Buch zu lesen, damit gebe ich keinem eine Ehre. That is only ticking that I have prayed. Also damit hake ich nur ab, dass ich gebetet habe. Did you say your morning prayer? Yes, I did my prayer. Fragt dich jemand, hast du heute Morgen gebetet? Ja. Did you go for Sunday Mass? Yes, I went for Sunday Mass. Ja, abgehakt. Und auch Sonntagsmesse abgehakt, bin ich hingegangen. But did you pray with the devotion? It's another story. Aber wenn ihr wirklich mit Verehrung, mit Hingabe hinbetet, das ist was ganz anderes. When I call God as my Abba, my Papa, devotion comes in. Wenn ich wirklich Gott anspreche als meinen Vater, als Abba, meinen Papa, dann ist diese Hingabe, diese Verehrung da. And the last quality is, this prayer teaches us to be humble. Und das nächste ist, dass dieses Gebet uns eben lehrt, demütig zu sein. This prayer is addressed to God and addressed to His glory. Also dieses Gebet ist ausgerichtet auf Gott und auf seine Herrlichkeit. The first place is given to God. Wir geben Gott den ersten Platz in diesem Gebet. Not for the one who prays. Not for the one who prays. Also der erste, ich habe nicht den ersten Platz, sondern Gott hat den ersten Platz. And therefore all the qualities of prayer, confident, suitable, orderly, devout and humble are there in this prayer according to St. Thomas Aquinas. Und so wie der heilige Thomas von Aquinas sagt, sind eben diese 5 Dinge im Vaterunser enthalten. So now is the exercise. Jetzt kommt unsere Übung. Please rise. Steht bitte auf. Let's say this prayer in German. Also wir beten jetzt in Deutsch das Vater unser. As slowly as possible. So langsam wie möglich. As devout as possible. Und mit so viel Verehrung und Hingabe wie möglich. As though Jesus has taught us now how to pray. So als wenn Jesus es uns jetzt gerade gelehrt hätte, wie wir beten sollen. He is the best teacher and he has taught us through his word. Also er ist der beste Lehrer und er hat uns durch sein Wort gelehrt. And we make baby steps. We cannot leap, but we make baby steps. Und wir machen so kleine Kinderschritte. Maybe little better than the way we prayed the last time. Und vielleicht ein bisschen besser, als wie wir gestern gebetet haben. With the desire that we can pray better every day, every day. Mit diesem Verlangen, dass wir jeden Tag ein bisschen besser beten. So we shall say this prayer slowly once and then we can sing the hymn of adoration and we receive the blessing. We'll continue the same theme tomorrow.
Und wir beten das Vaterunser jetzt ganz langsam, dann singen wir ein Anbetungslied, wir empfangen den Abschlusssegen und morgen machen wir dann weiter. Vater unser Thank you.
820. 820.